Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu State of Decay 2. Komm, wir hauen ab. Grüß Gott. Was? Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Itzala. So. Andere Karre. Bisschen Flodder. Wir sind die Flodders. Kennst du die Flodders? Ja. Okay, gut. Ich kenne die nicht mehr komplett, aber ich. Also jetzt so, dass ich sag, hier in den Auswendig auch nicht, aber... Aber so ein bisschen, man weiß, dass es sie gibt. Ja. Aha, da ist ein Auto. So, dann... Looks like it might still run. Aha. Ich suche den Kofferraum. Oh. Alter, da ist ein improvisierter Schalldämpferpackung mit... Okay, guck du mal rein, bitte. Bevor ich dir hier... Wir haben 22er Patronen. But wherever she is, I hope she appreciates that we'll put this to good use. Ich nehme mal so ein bisschen damit zur Basis fahren. Das okay, ich nehme das Auto. Okay. Da war übrigens auch ein Benzinkanister drin, den habe ich eingesteckt. Ah, sehr gut. Ja, er freut sich drüber. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Sie stehen auf meiner Straße. Oh. Oh mein Gott. Streamer. Nicht mehr. Oh oh, ich hab was. Feuerwehr. Flotter. Wo denn? Warte mal, ich lock dir mal zu mir. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Der hat mir die Tür abgerissen. Och nö. Ja, der Typ ist ein bisschen assi. Das sind sogar zwei von denen. Ich kann zu... aua, 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 aua. Aua! Hab's, hä? Du hast sie echt überfahren? Ja. Kann man eigentlich kaum überfahren, aber okay. Die waren mit dir beschäftigt, deswegen... Also dann, komm mal, ja genau, pack das Ding mal, wir müssen es da reparieren. Okay, also die Waffe ist okay, die ist irgendwie weirdo. Feuerwerkswaffe, Alter. Okay. Passt. Okay. Der ist jetzt aber auch heavy verletzt eigentlich. Kann ich denn irgendwie... Medizinische Hilfe. Okay. Ihm geht's wieder gut. Perfekt. Also, wenn du irgendwo ein Toolkit hast fürs Auto, das wäre super. Hey, natürlich hab ich den. So, dann können wir gleich mal darüber. Sprich mit Gabi darüber, ihr mit einem Infektionsherd zu helfen. Gott, oh Gott. Was ist denn da hinten alles drin? Wir wollen immer alles was. Ah. Reparier gerade mal das Auto. Also, oh, hier haben wir noch was übrig gelassen. Okay. Repariert? Ich habe kein Toolkit, Digga. Ist hinten im Kofferraum. Ach so. Ich mach schon. Ist gut. Abfahrt. So. Passt. Hat wieder eine Tür. Kann wieder fahren. Wir haben zweimal Sprit dabei diesmal. Ist aber auch egal. Ich würde sagen, wir fahren mal los und gucken, was wir machen können. Hast 1A geparkt, ey. ich überlege. Was? Was? Wieso schneller los? Was? Wieso? Alles gut. Ich würde sagen... Die Schreitmieter an. Die ganzen Leute hier. Okay, ich würde sagen, wir fahren hier hoch. Gucken, dass wir vielleicht den einen Munitionsaußenposten verbessern. Und dann fahren wir... Nico?
Okay. Ah, warte. Und los geht's. Diese Animation ist so geil. Ja, ist echt so. Boah, Digi, du hast schon ziehen lassen, ich brauch frische Luft. Boah, Digga, was los? Was hast du wieder schon... Was hast denn du gegessen? Oh. Hab dabei jemanden erwischt, sorry. Ja, guck mal hier. Guck mal raus. Alter. Oh, nochmal frische Luft holen. Ja, wirklich. Oh. Gott, ist das jetzt unbequem. Oh, besser. Okay, warte, mal schauen, ob wir das hier verbessern können. Entschuldigen Sie. Ich hoffe, der Weg zum Knusper heute. Jo, das können wir verbessern. Kostet ein bisschen Zeit. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Ich habe das, glaube ich, noch. Ich habe noch nie so ein Ding verbessert. Plus Einkommen plus Chemie lernen. Hey, hast du Chemie gelernt in der Schule? Naja, ich hatte es, aber gelernt. Ja. Was ist jetzt los? The blood plague may be gone, but this town is still a shithole. Oh, kehre nach Hause zurück und deinen Sieg über die Blutseuche zu feiern. Ich glaube, wir sind durch, Nico. Oh. Lass uns feiern. Ja, dann. Machen wir das als nächstes. Rein da. Dabei wollten wir irgendwelchen Leuten helfen und jetzt auf einmal... Jetzt gehen wir erstmal feiern. Jo. Oh, schau mal. Hey Digga, schmeiß mal hier her! Wir gehen feiern. Oh! Der hat ein Bier. Oh. Der hat auch ein Bier. Ah, Mist. Oh, nee. Der sah so aus. Warte. Wait for it. Da kommt bestimmt gleich noch einer, der ein Bier hat. Wait for it. Keiner da mit dem Bier, wir gehen feiern. Das gibt's doch gar nicht. Warte, gleich kommen wir. Da. Oh, ganz viel Bier, bang. Und der Helm. Pfiu. Warte. Ah, hier. Ja! Feiern! Also wenn wir gleich abheben, wenn wir schnell genug sind. Yibi! Oh! Meiner! Deiner! Es ist so doof! Oh, versuch das mal bei dem! Ich hab, glaub ich, meine Dass die Tür abfällt bei dem Dicken, Alter. Okay, wir sind da. Nico, wo ist deine Tür? What's up? Okay. So, Freudenschuss. Ich sprich mit drei Mitgliedern. Okay. Das hatten wir doch schon mal. Ja. Great. Ja, freut sich. Toll. Great. Hallo? Ich möchte mit dir reden. Toll. Alter Scheiß. Toll. Ja, das hätte ja was. Und jetzt? Pass auf, wenn wir jetzt alles hier von neu anfangen müssen, dann raste ich aus. Ja toll, jetzt können wir... Ciao. Das ist... Ja, ich sag ja, wir sind durch. Weißt du, was wir mal machen? Fahren wir mal an den Rand der Karte. Probieren wir das mal. Ah ja. Irgendwie fällt mir das Einsteigen leichter. Du musst nichts mal aufhalten, gell? So. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, aber vielleicht wird's lustig. Mal schauen. Mhm. Abfahrt. Tschüss. Hayden Cut. Ah. Oh. Ui.
Ui, ui. Ja. Mal schauen, ob es mehr Karten gibt als diese. Achso, ich kann die Karte nicht wechseln, solange du drinne bist. Soll ich mal rausgehen? Oder wir machen einfach noch ein bisschen weiter und gucken, was tatsächlich die letzte Mission bringt. Und diesmal wechseln. Also die letzte Mission von denen, die wir gerade machen, weil ich glaube, ich hätte den Anführer nicht wechseln dürfen. Ich habe ja den Anführer gewechselt und jetzt ist es anscheinend resettet. Was echt kacke ist, um ehrlich gesagt. Ich habe so eine Ahnung, da kommt nichts mehr. So, meistens fühlt sich so an, finde ich. Ja, ne? Das sagt zu dir jetzt immer wieder, ja, hey, änder mal das und mach mal dies und mach mal jenes, aber so, dass du sagst, er sagt, okay, du bist jetzt fertig, Kampagne vorbei oder keine Ahnung, ich glaube, das passiert nicht. Keine Ahnung. Weil, wie gesagt, ernsthaft. Es könnte halt auch sein, dass tatsächlich noch was, also dass quasi dann so ein Wegzug kommt oder so, dass man wegziehen muss. Ah, ich weiß nicht. Hm. Wow. Vielleicht guckst du mal nebenbei im Netz oder so? Hab ich schon, da steht vom Multiplayer nichts von Ende. Und bei normalen Game? Ich meine, du bist ja nur zu Hilfe da quasi. Mhm. War einfach mal spannend zu wissen, ob es sowas gibt. Währenddessen gebe ich Vollgas in Richtung Norden wieder. Ich vermute, Plague Hearts sind die Infektionsherzen da. Mhm. Und ja, ja, das Ende des Ziels ist, alle zu zerstören und dann hat man's. Ist ja ein lames Ende. Warte, ich guck hier nochmal was. Ja. Ja. Kommt nichts mehr. Also ist klar und ja. Also hier steht, um die Ziele am Ende des Spiels zu erreichen, die Endgame Goals, muss ihre Gemeinschaft alle Playcards auf ihrer aktuellen Karte zerstören. Normalerweise sollte das nicht schwer sein. Okay. Und dann ist vorbei. Okay. Kann man die Städte? Es gibt einen. Okay. Man muss es anscheinend viermal durchspielen. Okay. Es gibt vier Legacy Goals irgendwie. Okay. Und wie macht man das so? Also einfach. Du kannst deine Kampagne, du kannst deine Gemeinschaft irgendwie speichern, die ist dann da und du fängst mit einer neuen an, während du die alte aber noch weiter versorgen musst. Und das musst du irgendwie viermal machen. Ach so. Nico, du hast einen Fan. Hallo? Du bist doof. Das war ein ganz schöner Ultra. Der hatte richtig Bock auf dich, Hammer. Could you de-Zetify a place for us? Okay. Die haben gesagt, kümmert euch mal um den Kack da vorne. Okay. Bis also, gleich da das vorne. Es ist tatsächlich so, dass du dann mit einer neuen Gemeinschaft anscheinend starten müsstest. Also so verstehe ich das. Aber das geht halt dann nur, wenn ich nicht da bin, oder? Wenn ich das wüsste. What the hell? Nein. Was denn? Meine Waffe ist kaputt, glaube ich.
Oh. Was passiert hier gerade? Das kann sein. Verdammt, ja. Da tanzt jemand auf dem Tisch. Ja, ich muss die Waffe reparieren. Wow. Okay, geschafft. Können wir gleich wieder zurückrennen. Also das ist... ja. Also ich find's zwar cool und so, aber... so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, geht das auch nur im Einzelspieler. Im Mehrspieler ist das so nicht möglich. Mhm. Weird. Okay. Im Einzelspieler behältst du quasi die Gemeinschaft und musst dann anfangen, eine neue wieder aufzubauen, während du die alte trotzdem noch versorgen musst. Und das einfach so mit nebenbei oder wie? Wir haben wieder diese, steig ein. Wir haben wieder die gleiche Mission zu machen. Aber ja, ich kann aber mir vorstellen, es dass bleibt jetzt dabei. Also wiederholen also sich diese. Ich glaube ich raus. Guck dir mal an, ob es Story-Ziele gibt. Also wie das mit den Story-Zielen ist, weil irgendwie das wundert mich mit den Story-Zielen hier. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil ansonsten fahre ich außerhalb der Karte, du lockst dich kurz aus oder so, keine Ahnung. Ist ja sonst richtig blöd. Währenddessen genießen wir die Aussicht. Auch heftig zwischen den Gemeinschaften zu switchen die ganze Zeit. Aber auch irgendwie herausfordernd. Ja, also Multiplayer geht's nicht. Der Multiplayer ist nur da so als Nebending, damit man zusammen ein bisschen daddeln kann. Aber um Progress zu machen, musst du quasi wieder selber zurück in den Einzelspieler. Ja, Moment. Nicht Multiplayer suchen. Such mal nur diese Story-Ziele, weil du machst hier keinen Progress, das ist klar. Ja. Genau, aber nur ich kann ja Progress machen mit deiner Hilfe. Deswegen wäre es spannend, wenn du mal schaust, was dieses, also wie diese Story-Ziele... Digga, Alter. Alter, was war das denn? Das ist eine buggy Gegend, kann das sein? Guck mal nach, ob diese Story-Ziele, was man da jetzt machen muss und was vielleicht steht am Ende, was dann passiert. Ja. Wenn es jetzt einfach nur abwarten ist, dann drehe ich durch. Habe ich jetzt unten wieder markiert? Ja, ist nochmal heim. Alright, folks, you've got the gear. Ah ja. Starken haben recht. Baue ein Kampfstudio. Okay, man muss vielleicht mit einem der Typen durchspielen hier. Mit einem Charaktertypen. So wie es aussieht. Ja, das allerletzte ist das Vermächtnis deines Anführers, deinen nachhaltigen Beitrag in dieser Region der Welt. Mhm. Wo sind da? Ich lese mal noch weiter kurz. Mhm. Spielende. Die Hauptstory von 3 Phasen. Deine Ziele führen dich durch diese Phasen. Du kannst auf jeder Zeit.
Okay. Sobald du einen Anführer ausgewählt hast, das hast du. Okay, wenn du das letzte Seuchenherz zerstört hast, verkündet dein Anführer seine Pläne für ein nachhaltiges Vermächtnis für die Stadt. Hierbei handelt es sich um einige Aufgaben, die zur Persönlichkeit und den Prioritäten deines Anführers passen und die du nach der Reihe erfüllen musst. Wenn du das Vermächtnis deines Anführers abgeschlossen hast, wird das Spiel beendet und deine Gemeinschaft und ihr Inventar gehen in Rente. Jeder Charakter deiner Gemeinschaft kommt in den Vermächtnispool, bei dem es sich um eine Liste verfügbarer Überlebender handelt, die du zu zukünftigen Gemeinschaften hinzufügen kannst. Diese Charaktere haben dann auch immer alle Gegenstände bei sich, die sie auch in der alten Gemeinschaft bei sich hatten. Durch den Abschluss des Spiels erhältst du auch einen starken Bonus, bla bla bla, aus dem deine zukünftigen Gemeinschaften einen Vorteil ziehen können. Jeder der vier Anführer hat einen eigenen Bonus und jeder Bonus bietet dir deinem nächsten Spieldurchgang unterschiedliche strategische und taktische Möglichkeiten. Jo. Okay, okay, also müssen wir das durch. Du musst es quasi echt durchspielen, bis dein Führer hier sagt, er ist happy, dann ist das Spiel beendet und dann kommen alle, die du hast, in so einen Pool, das ist, was ich vorhin gesehen habe. Und da kannst du dann, und dann musst du quasi wieder von vorne anfangen, du hast dann nächsten Durchgang, wo du die Leute, die du hier hast, wieder benutzen kannst. Okay. Was ein Durcheinander. Ja, ich muss auch hier und gerade schauen, dass ich das irgendwie zusammenkriege, ja. Und jeder Anführer hat, also du kannst es insgesamt viermal machen anscheinend. Es gibt vier Anführer und dann ist es komplett fertig. Okay. Aber im Endeffekt spielst du viermal dasselbe. Ich weiß nicht, ob es vier unterschiedliche Karten sind. Ja, wahrscheinlich unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, ne? Oh nein. Was denn? Haben wir keine Werkstatt mehr? Ja. Ich musste das gerade für die Mission machen. Frag nicht. Das ist ja blöd. Jetzt kann ich meine Waffe nicht reparieren, oder? Nee. Oh, Scheiße. Ja, das ist so. Ja, dann habe ich jetzt keine Pistole mehr. Ja, warte mal ganz kurz. Ich gucke hier gerade was. Reparieren. Ah, warte mal, ich kann hier reparieren. Wie fehlt dir vorderliche Anlage? Du bist ja witzig. Ja, ich würde gerne. Das Problem ist, Krankenstation braucht man. Überdachte Betten braucht man. Also sonst kommen wir hier nicht zurecht. Es sei denn. Nee, überdachte Betten sind ja voll wichtig, dachte ich. Ja, dachte ich auch, aber wir machen das jetzt anders. Sonst drehe ich hier durch. So. Ich baue jetzt eine Kaserne, eine Werkstatt und das Waffenlager wird gerade repariert. Sonst. Also hier, ich habe diese Krautplantage weggemacht, weil ich werde ja Blade. Okay. Also. Ja, egal, ich lasse die Waffe jetzt mal im Inventar, benutze ich halt das Scharfschützengewehr. Alles Munition kannst du hier oben jetzt herstellen. Hoffentlich, wenn das jetzt durch. Aber es ist tatsächlich so, dass man am Ende relativ viel warten muss. Mhm. Du wartest ja, bis der dir ein Ziel gibt und dann wartest du, bis es fertig gestellt ist. Ja, genau. Dann wartest du, bis er dir wieder ein Ziel gibt, dann wartest du wieder, bis es fertig gestellt ist. Keine Lust schon wieder. Überlege gerade, ob ich. Ich habe halt, wie gesagt, diese Kasernen draußen gemacht. Die zweiten Kasernen. Nicht, dass die unglücklich werden. Mir fehlen drei Betten jetzt. Oh ja, das merken sie nicht. Mhm. Oh, wir haben keinen Baumeister. Okay, gut, wir müssen aber warten, so ist das halt. Die kommen gleich, die Betten, das läuft jetzt einfach durch. Und währenddessen können auch mal den Dicken da noch töten oder so. Sehe ich den von hier? Ich versuche mal anzulocken, dann. Was ist er denn? Dickerchen, hallo. Ich sehe deine Markierung, aber ich sehe ihn nicht. Oh.
plus Screamer. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ihn interessiert das so gar nicht. Hab ihn jetzt, glaube ich, 4-mal gegen den Kopf geschossen. Ach, jetzt sehe ich ihn auch. Time to reload. Ah, du kannst deine Waffe übrigens jetzt verbessern. Also reparieren. Nice. Kann sein, dass du ihn zwar triffst, aber das Spiel hat registriert, dass du ihn triffst. Ich glaube. Ich glaube, er ist so gut wie down, ha? Wo ist denn die Werkstatt? Anderer Platz diesmal. Ah, da. Nee, das ist Waffenlager. Hm? Time to reload. Werkstatt. Was reparieren? Seiten reparieren. 109. Wow. I should reload. Okay. Hast du nicht genug? Ja doch, 128 hatte ich. Puh. Kammerverschluss, Gewehr, Klemme, nie und halten ewig. Okay. Was? Ich hab das Gewehr, was ich hab, hält ewig. Das kann nicht kaputt gehen anscheinend. Oh, nice. Ich hab ihn. Okay, cool. Nein! Ich konnte ihn gerade nicht töten, finishen, also. Was schießt er? Jetzt habe ich ihn. Aha, da. Okay. Nächster tot. Nächster Koloss tot. Jetzt nervt er nicht mehr. Okay. Super, Ingo. Nicht die. Was? Nicht Diesel. Nicht Diesel. Ah. Super Ingo, nicht Diesel. Achso, ja, ich kann gar keine Munition herstellen. Kannst du nicht? Ja, ich habe keine Munitionsdingsbums. Okay. Was hier brauchst du denn für eine? Ich bräuchte ein bisschen was von der 762. 762. Musst jetzt auch nicht übertreiben, also. Ja, ich mach mal ein Paket. Hört ihr dein Kampfstudio auf Stufe 2 auf? Mhm. Ja, bitteschön. Ich danke dir recht sakrisch. Ja, bitteschön. Boah, 10 Materialien, ja, leck mich doch. Am Tuches. Jo. Und noch drüber hinaus, Hammer. So, die machen sich. Okay. Die machen sich. Okay, also der Kollege, der wird sich jetzt gerade verbessern. Verbessern tun. Ich brauche 9 mm wieder. Okay. Sehr schön. Ich habe wieder Munition. Okay, also die zweite Stufe verbessert sich jetzt. Da hinten wird gemeckert, höre ich. Wegen was, hey? Oh no. Ich steck fest. Ach, Nico. Ich komme hier auch nicht weiter. Alter, dass der nicht über Baumstämme springen kann. Ist ja der Oberhammer. Wir sind da vorne. Ah ja, da vorne ist so eine kleine Horde. Ich geh mal kurz ins Lager. Ins Lager. Damn, I just saw Feral. Oh nö. Okay, hab einen Feral getötet. Und bin sofort wieder da.
Ich muss das Gehirn zerstören. Kopf ab. Okay. Hat sich geklärt. Schön, die wichtigen Gegner sind weg. Okay, Lane. Vicky noch da hinten. Ja, mal gucken, ob wir das dann recht schnell zum Ende kriegen. Wir hätten das eigentlich halt alle schon. Das ist halt super ärgerlich. Ich war so doof, dass ich den Anführer gewechselt habe. Ein paar Leute freuen sich, ein paar Leute hassen uns. So, jetzt. Da ist er ja wieder. Hallo. Ich bin schon wieder müde. Schon wieder den Charakter wechseln, ey. Oh, immer das gleiche. Oh. Ja, hier ist ein bisschen Sprit. Wir müssen wahrscheinlich auch dann los. Abflug machen, ja. Ist wohl da langsam ist wieder, Zeit. Da ist wieder. Man hört's. Ja. Man hört's. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann hoffentlich die Missionen hier durchkriegen, ha? Jo. Ja, anscheinend müssen wir ja diese Anführersachen erledigen und dann... Genau. Scheint es sich zu beenden. Hoffentlich. Und dann geht es in die nächste Gemeinschaft und dann wieder in die nächste und dann wieder in die nächste. Genau. Gut, dann würde ich sagen... Bis du vier Anführer hast und dann ist, glaube ich, fertig. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit der riesen Hitbox. Jo. Also bis dann. Tschüss. Ciao.